Und da sind wir auch wieder zurück bei Two Point Hospital und jetzt gehen wir Flottering, das dritte unserer Krankenhäuser an. So, dann wollen wir mal wieder durch den Ladebalken des Todes und da ist er auch schon fertig. So schnell geht's. Also die Ladezeiten sind wirklich sehr, sehr gering, muss ich sagen. Personalentwicklung, um das Mitarbeiter herauszuholen, müssen wir sie weiterbilden und befördern. Weiterbilden ist genau das Stichwort. Ein ziemlich großes Krankenhaus. Erreiche die Krankenhausstufe 4. Stelle sie Mitarbeiter ein. Personalstimmung. Das ist immer so ein Problem. Okay. Wie auch immer, fangen wir an mit den wichtigsten Zimmern. Ich drücke jetzt mal ganz kurz auf Pause. Und zwar fange ich an mit einer Arztpraxis. Ich würde da sonst keine mehr hinkriegen. Deswegen mache ich das jetzt einfach so rum. So groß. So. Einmal so und so. Das hätten wir. Dann ein Objekt, was wir gelernt haben. Die Aufnahme. Die drehen wir auch mal. So rum. Dann brauchen wir Zimmer. Die Apotheke, die bringt uns Geld. Mal so rum. Umdrehen. Einstellen, fertig. Ist das ein Dreier? Wow, ist ein Dreierzimmer. Wow, super, super. Da passt dann die allgemeine Diagnostik hin. Mit dem Krankenbettchen. Das passt auch. Dann die wichtigsten Zimmer wären dann zum Beispiel das Pausenzimmer. Das machen wir diesmal ein bisschen größer. Das können wir dann auch bestätigen. So, das sind dann wieder zwei Dreierzimmer. Dann bauen wir hier schon mal die nächste Arztpraxis auf. Eine Türe und Platz für den Doktor. Bestätigen wir. Diesmal werden wir das Zimmer allerdings einfach hier rüber kopieren, auch einsetzen. Nächstes Zimmer wird jetzt hier relativ großzügig gebaut, die Station. Natürlich die Frage, die sich jetzt stellt, muss ich das am Anfang alles bauen? Nein. So dringend ist es nicht, dass man das... Man kann das jetzt auch laufen lassen und immer nur die Zimmer bauen, die wirklich benötigt werden. So, ein neues Schwesternzimmerchen daneben. Dahin und hier unten noch eine Umkleidekabine hin. Das ist auch fertig. Dann können wir mal uns ums Personal kümmern. Und siehe da, wir haben nichts, was wir brauchen. Den können wir schon mal einstellen. Dann können wir den einstellen. Dann können wir bei den Assistenten schauen, dass wir den schon mal einstellen und Ärzte. Ärzte ist gerade richtig heftig, weil wir nur Schrottärzte haben. Okay, lassen wir mal die Zeit schon mal weiterlaufen, machen wir das auch schnell. Wir brauchen auf jeden Fall neue Ärzte. Personal können wir aber schon mal einstellen, was wir bereits besitzen. Du bleibst bitte nur am Empfang sitzen. Du kannst alles aus der Apotheke machen. Ich hoffe, dass ihr einen besseren Start erwischt. Wir haben halt jetzt echt keinen einzigen Diagnostiker. Ja, super. Es geht nicht anders. Ich muss da jetzt echt einen richtig schlechten reinsetzen. Man gewöhnt sich an die Musik. Krankenhausstufe 4 ist erreicht. 7 Mitarbeiter haben wir, brauchen wir. Ich werde aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen einfach 2 Stück da reinknallen, sondern ich werde schon ein bisschen darauf achten, dass wir mit denen dann auch was anfangen können. Wenn wir natürlich einen Psychiater finden, wäre das auch nicht verkehrt, weil wir nämlich dann auch das
Zimmer für ihn bauen, die Psychiatrie. Arzt mit Behandlungskompetenzen. Ja, den werden wir brauchen. Zwei neue Krankheiten entdeckt, das ist auch wichtig. Krankenpfleger, bringt's mir nichts. Ach, was uns aber was bringt, ist ein Hausmeister. Und wir haben das Level fertig, den habe ich ganz vergessen. Die Stufe. Vorsicht, Clowns, bilde einen Mitarbeiter weiter. Das heißt, wir haben jetzt freigeschaltet das nächste Zimmer, Weiterbildung. Das ist mein Zimmer. Und zwar das Wichtigste. Ja, genau das hier. So, wo bauen wir denn das Weiterbildungszimmer hin? Ich würde sagen, das machen wir einfach mal hier rein, mittendrin. So. Wir können insgesamt 3 Leute gleichzeitig weiterbilden. Das heißt, mehr als 3 Stühle bringen überhaupt nichts. So, dafür klicken wir einfach hier eben drauf. Aber vorher, Moment, einstellen. Ich suche mir mal einen Mitarbeiter raus, einen, den wir brauchen werden. Und zwar hier den. Den schmeiße ich direkt auf den Tisch. Also hier einfach so rein. Jetzt springt das Fenster sofort auf. Ich möchte ihn in Allgemeinmedizin und ausbilden. Und nehme einen Ausbilder. Erstmal Krankenhaus extern, weil ich selber im Krankenhaus keinen besitze, der dieses könnte. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Der kommt dann auch gleich hier angedackelt. Und dann werden wir den ersten Diagnostiker bekommen. Dafür können wir schon mal bei Personal die Einstellung direkt vornehmen. Und zwar bei den Ärzten. Bei den Ärzten sagte ich, dass wir ihn in der allgemeinen Diagnostik lassen. Die erste Stufe geht noch recht zügig. Medikamenten, wie gesagt, kann geupgradet werden, das ist korrekt. Das werden wir dann auch machen, sobald wir einen passenden Mechaniker dafür eingestellt haben. Das haben wir allerdings noch nicht. Jetzt fängt es auch langsam an Spaß zu machen, wo wir uns mehr auf die Mitarbeiter konzentrieren können. Wir haben Topfschmerzen. Jetzt haben wir die Klinik dafür noch nicht gebaut, aber wir nehmen dieses trotzdem an und werden jetzt als allererstes Pause machen. Und zwar bauen wir jetzt hier für die Topfschmerzen eine Klinik. Gut, jetzt ist das Ganze hier ein bisschen eng, dieser Durchgang. Jetzt bin ich schon wieder nicht sicher, war das ein Arzt, den wir brauchen? Ja, wir brauchen einen Arzt mit Behandlungskompetenzen. Oh, der ist gut, der ist gut. Ein guter Diagnostiker. Jetzt schauen wir nochmal bei den Jobs. Und zwar können wir jetzt den Arzt in die Klinik, da ist er auch eingeteilt, dem nehmen wir die beiden Sachen weg. Dem werden wir die beiden Sachen wegnehmen und dem. Jetzt hat der natürlich überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ich lasse ihn da drin, damit er nicht ganz umsonst hier rumsteht. So. Gut, können wir weiterlaufen lassen. Wir werden die Topfschmerzen auch sehr schnell heilen können. Einstellen, einen Hausmeister, der aufwirken kann, gibt es nicht. Krankenpfleger für die Station, den gibt es. Also, nehmen wir uns den schnell raus und sagen ihm, du gehst bitte nur auf die Station. Du hast auf der Station nichts zu suchen und bist eigentlich auch ziemlich überflüssig. Aber ich kann dir gleich Stationswesen beibringen. So, Station darf einen mehr aufnehmen. So, er möchte eine Psychiatrie haben. Schauen wir mal, ob wir einen Psychiater auf die Schnelle kriegen. Ansonsten können wir uns den auch selber ausbilden. Ich werde auf jeden Fall die 10 Tage warten, weil ich nicht die 25.000 ausgeben möchte, dass er das mit dem Psychiater auch lernt. Machen wir mal die 3 Tage noch. Vielleicht ist ja ein Psychiater dabei. Ich würde es mir wünschen. Nein, aber einen Arzt mit Behandlungskompetenzen. So, den stellen wir ein. Und zwar bekommst du jetzt die Zuweisung für... Den können wir gleich entlassen. Das werden wir auch sofort tun. Dich brauchen wir nämlich nicht mehr. So. Dann können wir dich eigentlich auch nicht mehr gebrauchen. Ein bisschen Geld einsparen, ne? Okay, Clowns. Das darf erstmal keiner machen. Damit ist der hier auch überflüssig, aber dem können wir das jetzt gleich als Ausbildung mit auf den Weg geben, was er dafür braucht. Zimmer. Zirkustherapie. Passt natürlich wunderbar nicht rein. Ja, ich möchte das Ganze abbrechen. So,
Um dann den Platz ein wenig effektiver zu nutzen, müssten wir eigentlich dieses Gebäude umstellen. Das werden wir auch gleich machen, wenn hier die Reihe durch ist. Er will befördert werden, das ist okay. Werden Theke passt auch. Ich schicke ihn jetzt mit der Psychiatrie nach Hause. Das ist okay. Der möchte weitergebildet werden, machen wir später erst. Wir haben einen Toten, das heißt, ich brauche einen Geisterjäger. Da passt mir der Arzt gerade richtig gut. Jetzt haben wir hier keinen Diagnostiker, Krankenpfleger. Hm, können wir. Und da kommt der Psychiater. Das Spiel mag nicht. Okay. Hm. Diesmal werden wir ihn da behalten. Das Zimmer ist gerade beschädigt. Das heißt, ich werde jetzt auf Bearbeiten gehen und dieses Zimmer verschieben. Einmal so. Und bestätige das Ganze. Jetzt wird ein neues Zimmer gebaut, und zwar der Psychiater. 3x3 reicht. Es wird halt ziemlich eng. Ich müsste jetzt langsam erweitern. Das bestätigen wir. Einstellen der Psychiater und rein damit. Direkt den Job zuweisen, dass du mir nichts anderes machst, außer die Psychiatrie. Jetzt hatten wir noch das neue Zimmer, die Clownerie. Die Zirkustherapie heißt sie. 4x4, da gehört dann ein Arzt wieder mit Behandlungs-, eine Krankenpflege rein, mit Behandlung oder Diagnostik. Behandlungstechniken, das heißt, wir brauchen jetzt einstellen einen Krankenpfleger mit, mit Behandlungstechniken, der hier. So, den stellen wir ein und er ist der Einzige, der die Clowns versorgen darf. So, damit ist der immer noch überflüssig. Da können wir gleich mal gucken, was wir mit dem anstellen, ob wir den entlassen oder eben auch nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Bauplatz. Bilde 3 Mitarbeiter weiter und befördere 3. Jetzt können wir natürlich hier gucken, dass wir am besten geschickt weiterbilden. Wir haben jetzt den hier, der hat die Apotheke und könnte als Erweiterung brauchen Behandlungstechniken. So, das heißt, wir können jetzt, um es günstiger zu haben, uns einen eigenen raussuchen, der ihm das Ganze vermittelt. Nur soweit, wie die Leute selber sind, können die das dann auch den anderen beibringen. So, der möchte befördert werden, das passt. Wir haben das, die Aufgabe geschafft. Krankenhaus schaffen wir nicht, weil wir nicht auf Pflanzen aus sind. Und wir sehen, dass derjenige ein bisschen Durst hat. Objekte. Dann werden wir jetzt uns auch um die Getränke kümmern. Einmal Snackautomat, einen weiteren und noch was Schönes, einen Mülleimer. Oh, der passt leider nicht dahin. Aber wir können. Oh, hier ist eine Bank. Damit die nicht ganz so lange stehen müssen. Da können wir auch noch eine hinsetzen. Da können wir auch eine hinsetzen. Und wir werden auch hier nochmal Getränkeautomaten aufstellen. Ist halt alles Geld, was in die Kassen zusätzlich kommt, ohne dass wir dafür viel tun müssen. Das hätten wir. Das Zimmer ist unbesetzt, weil. Ach, da läuft sie. Okay, Zeitschriftenstand. Den können wir natürlich auch wieder bauen. Dafür brauchen wir dann auch beim Personal wieder jemanden. So, einstellen, damit der sich hier um die Zeitung kümmert. Ja, unser erstes kleines Krankenhäuschen scheint soweit zu laufen. Ja, Psychiatrie haben wir was Neues gelernt, der möchte befördert werden, dann ist das auch durch. Als nächstes versuchen wir das Ganze mit dem Personal noch ein bisschen besser auf die Reihe zu kriegen und sinnvoller zu lösen, indem wir zum Beispiel ein neues Zimmer anlegen. Ich sehe nämlich gerade, wir haben keine Toiletten. So, 1, 2, 3 und 4. Waschbecken noch dahin. Der Mitarbeiter wurde weitergebildet. Jetzt können wir mal schnell schauen, dass wir irgendwas haben, was wir
was zwei Leute lernen können. Das ist mal hier weitergebildet, wie viele haben wir, und oben die Teilnehmer, die das lernen können. Ding ist aber, dass hier nichts Interessantes mit bei ist. Und remember, the honey I'm referring to here is my voice. There's no need to panic. Lass mal den das machen und bringen es ihm bei. Ja, müssen wir in zwei Durchgängen machen. Bevor wir den hier wieder zu viel Blödsinn machen, das Frankenhaus hat gerade 6 Verlust gemacht. Schauen wir nochmal, was haben wir denn an den Ärzten? Arzt mit Behandlungskompetenzen. Ist es nicht das, was wir eben gesucht haben? Aber im Moment sieht es doch gut aus. Alles ist besetzt, oder? Ja, wir haben einen mit Behandlung. Der macht top. Stimmt, wir brauchen noch einen für das Licht nachher. Nee, jetzt nicht. Dann müsste noch einer eine Weiterbildung. Der Psychiater. Die wird er auch, glaube ich, gleich bekommen. Ja, wie sie da sitzen. Ah, er lernt daran von der Frau noch was. Wunderbar. So, wir können natürlich jetzt hier, aber es ist halt immer wieder irgendwas mit bei, was wir gar nicht brauchen können. Deswegen Finger weg. Einer mit Behandlung. Was haben wir hier? Heile 10 Patienten. Das nehmen wir doch mal ganz schnell an. So, als Erinnerung lösche ich das jetzt hier nicht. Weil es ist ja nicht nein, das ist ja nun noch nicht. So, und dann hätten wir auch gleich den ersten Stern im Krankenhaus zusammen. Der nächste, der befördert werden möchte, können die immer noch nicht weiterbilden. Okay, jetzt Personal. Jetzt kommen wir mal hier zu dieser Ich will aber Frau. Vielleicht ist es auch am Ende ein Mann. Psychiatrie 2. Da müssen wir wieder extern jemanden kommen lassen. Das sind 20.000 für die Weiterbildung. Tolles Vergnügen. Er kann keine Diagnose stellen. Sicherheit zu 88%. Ich werde ihn jetzt einfach behandeln lassen. So. Da liegt es einfach daran, dass wir... Was haben wir da? Ach, in die Apotheke. Zimmer. Wir haben keine Kardiologie. Die hätte jetzt quasi festgelegt, ob es... Also 5. Machen wir es so rum. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einen Krankenpfleger mit Diagnostikausbildung. Einstellen haben wir nicht, weil die alle irgendwie Blödsinn mit dabei haben. Ja, wobei, haben wir vielleicht selber schon einen? Da, der hat jetzt nichts zu tun. Das heißt, wir werden dem gleich eine Ausbildung verpassen, und zwar allgemeine Diagnostik. Das heißt, wir können nämlich schon mal den Beruf festlegen. Er wird sich dann in der Cardio aufhalten dürfen. Und wir müssen daran denken, dass er gleich dann auch... Was haben wir hier? Oh ja, 4 Leute zum Psychiater. Der noch gerade in der Weiterbildung steckt, aber das ist nicht schlimm. Müssen wir daran denken, dass wir ihm gleich dann, wie gesagt, die Weiterbildung verpassen. Damit er hier auch effizienter arbeitet, was wir euch im ersten Video, also ich schon im ersten Video euch erzählt habe. So, Geld kommt ganz gut rein. Ich sollte mal weiter einen Hausmeister einstellen, der sich auf Reparieren konzentriert. Das ist zu oft hier Weiterbildung, dann geht das Upgraden zwar was schneller, aber wir haben nicht so viel abzugraden und dann dauert das halt mal eine Sekunde, dann ist das so. So, was wir jetzt sehen, die Psychiatrie wird gnadenlos überrannt. Ne, das will ich mir gar nicht angucken. Jetzt können wir mal kurz Pause drücken, und zwar, wenn wir den anklicken, können wir den in der Warteschlange einfach nach vorne setzen. Erster und zweiter. Erst dann dritter, da oben der ist dann vierter, das sind auch nur die 4, die ich gerade sehe, das sind auch nur 4 insgesamt. So, wenn die Fortbildung nämlich fertig ist, sind die als erstes dran, weil das sind ja Notfallpatienten, wo wir unter Zeitdruck stehen. Aber bevor es soweit ist, wir haben fertig. 2 neue Universitäten frei, wir haben eine Aufnahme, also ein neues Zimmer und ja, so hübsche Fotos. Die Aufnahme ist eins der Zimmer, die ich nicht bauen werde. Ich werde es euch vielleicht mal zeigen, aber ich spiele sie nicht. Wir spielen auf jeden Fall das erstmal weiter. Wir müssen ja noch den dritten Stern kriegen, beziehungsweise erstmal den zweiten. Wir müssen 6 Mitarbeiter weiterbilden und 6 befördern.
Das mit dem Befördern sollte wieder relativ schnell gehen. Wir haben ja gerade gesagt, dass wir erstmal einen Mitarbeiter brauchen, und zwar diesen hier in dem Bereich Diagnostik. Und das kann jemand von der Station übernehmen, kostet uns somit auch kein Geld. So, Psychiater Stufe 2 erreicht. Der Mitarbeiterwunsch wird wohl nicht funktionieren. Krankenhausstufe 9, das sollte jetzt eher das geringste Problem sein. Das haben wir ja schon auf 10 geschafft in der Vergangenheit. Erstmal einen Schluck trinken, ziemlich trockenen Hals heute. Nebenbei die Beförderungen machen, das ist gescheitert. Und unser Krankenhaus bringt auch wieder schöne Gewinne ein, was wir natürlich dann optimieren können. Stellen. Schauen wir mal nach Ärzten. Wir stellen den ein, weil ich noch ein paar Diagnostiker brauche, damit ich die falschen entlassen kann. Personal. Wie viele Diagnostiker haben wir denn? Wir haben eigentlich 2 Diagnostiker. Der eine, ja, das soll mir ganz recht sein. 10 Zufriedenheit der Kunden ist in Ordnung, weil auf 5 werden wir die in dem Level eh noch nicht spielen. Der Psychiater kann schon die 3. Ausbildungsstufe erreichen. Und den hier sollten wir auch gleich mal darauf vorbereiten, dass er noch ein bisschen mehr lernt. Wir kümmern uns in dieser Runde als letztes um diese Stufe. Erstmal die Mitarbeiter soweit hoch. Wir haben eine Mission geschafft. 4 von 4 Leuten geheilt. Ah, das sieht doch alles ganz hübsch aus. So, soweit die Diagnostik fertig ist, arbeitet dieses Zimmer auch richtig. Jetzt sehe ich natürlich wieder was, was ich ungern sehe, wenn Leute da rumstehen und kein Geld ausgeben. Dahin. Snackautomat. So. Dahin. Und die nächste Beförderung steht an. Okay, der Mitarbeiter ist weitergebildet. Jetzt haben wir hier allerdings am Rednerpult noch einen Mitarbeiter, der keine Ausbildung hat. Und zwar ist das hier dieser Medizinstudent. Der möchte Allgemeinmedizin lernen, haben wir gehört, hat er mir so erzählt. Ich nehme jetzt den schlechteren Arzt raus, damit die allgemeinen Diagnosen noch besser ausfallen. Kann ihm aber auch direkt zuweisen, wo er sich aufzuhalten hat. Und zwar soll er jetzt auch nur noch Diagnosen führen, sobald er mit der Ausbildung fertig ist. Ja, das kann man nicht verbessern. Wie sehen denn unsere Geräte sonst aus? Ja, die sind ganz gut. Wir können das ja schon mal verbessern, damit wir da eine bessere Bewertung kriegen. Oder das ist, wie sagen wir es, das ist, ich komme nicht aufs Wort, dass wir bessere Heilungserfolge erzielen. Einstellen. Gucken wir mal weiter. Hausmeister, haben wir noch einen Geisterjäger. Krankenpfleger, der hat keine Ausbildung. Ist immer das, was wir eigentlich gut finden. Der kostet so gut wie nichts. Und aus dem können wir dann nämlich was machen. Genau das, was wir brauchen. Wo wollt ihr eigentlich alle hin? Wir alle hier? Ne, 2. Keiner. Ah, die warten alle auf die Diagnostik. Es sind noch 2 Zimmer gerade unbesetzt, aber jetzt nicht mehr lange. Dann kommt die raus und dann sind die auch alle durch. Verdiene 100.000, das sollten wir eigentlich relativ schnell erledigt haben. Allgemein Medizin fertig. Wir haben jetzt gerade einen neuen freien Mitarbeiter, der nichts kann, und zwar diesen hier. Er soll das von einem dieser Stationsärzte lernen. Die haben 3 Sterne und ja, das bringt mir halt wieder nichts. So, der untere geht noch, aber der oberste, der bringt nichts. Da spukt ein Geist. Da war mein Hausmeister, diesen Geist beseitigt. Komm mal hier hin. So, damit ist die Medizinmixer auf 2 abgeschlossen. Unterparat können wir nichts draus machen. Und hier die Zahl ist auch rückläufig. 8 noch. Waren wir eben ja bei 11, das heißt, das funktioniert auch. Lag halt daran, dass wir da so eine große Gruppe reinbekommen haben. Gut, jetzt macht der Pause, dann könnten wir doch darüber nachdenken, vielleicht einen zweiten Psychiater einzustellen. Ich weiß ja noch nicht.
Ah, gut, es muss man auch überlegen, dass gerade von der Allgemeindiagnostik, sehr, also von der Arztpraxis, sehr viele Leute gerade abgearbeitet werden, die dann da auch alle hin müssen. Demnach denke ich schon, dass sich das gleich wieder einpendeln wird. Ich habe es aber mal im Auge. Sollte das jetzt zu hoch werden, dann müssen wir da nochmal reagieren. Der EasyScan kann verbessert werden. Das ist dieses Gebäude hier. Geben wir auch direkt in Auftrag. Geld haben wir ja gerade keine Probleme mit. Wir warten mal darauf, dass die Station hier fertig wird. Vielleicht brauchen wir auch eine größere Station gleich. 13 schon. So, dann haben wir gleich auch drei Mitarbeiter weitergebildet. Ich habe nicht vor, dass was brennt. Aber der Hinweis ist wichtig, die Sachen können wirklich brennen. Der kann auch auf 3 gehen. Die Frage ist halt, ob die Psychiatrie langfristig dagegen ankommt oder eher nicht so. Das scheinen wir aber auch zu schaffen. Sind noch 26.000. Sind nochmal 1.000 reingekommen in der Psychiatrie. Die ist nachher, wenn sie gut ist, sogar bis 10.000, bringt das was. Der wird auch befördert. Geht natürlich auch für den Ruf des Krankenhauses. Das wird dadurch natürlich auch besser. Je mehr Mitarbeiter man weiterbildet und man mit denen arbeitet. So, wir können mal gucken. Teilnehmer. Kriege ich den Apotheker raus? Wir haben keinen Apotheker. Einstellen. Krankenpfleger. Das ist halt wieder. Er arbeitet zwar in der Apotheke, doch. Wir können ihn aber nicht weiterbilden, deswegen wurde er nicht angezeigt. Den Psychiater könnten wir eigentlich auf 3 bringen, dem könnten wir noch ein bisschen helfen, schneller zu werden. Die hat gerade Spaß an ihrem Leben. Dann werden wir die auch mal ein bisschen weiterbilden mit Behandlung 2. Muss extern erledigt werden. Bitteschön. In der Zeit, wo sie eh nicht da ist, können wir auch das Ding auf Stufe 3 ausbauen. 100.000 haben wir geschafft. Und ansonsten sind auch alle zufrieden mit uns. So, das ist immer halt ganz praktisch, wenn die eh nicht da sind, weil sie in der Pause sind oder weil sie gerade in Fortbildung sind, dass man in die Zeit dann mitnutzt, um die Sachen auszubauen. Das ist auf Stufe 2, das ist auch auf Stufe 2. Geht natürlich nachher noch ein bisschen höher. Die Psychiatrie scheint nicht gegen anzukommen, was da gerade angerannt kommt. Das heißt, wir sollten uns überlegen, eine zweite zu eröffnen. Aber ich sehe auch die ganze Zeit, dass wir vielleicht einen weiteren Hausmeister bräuchten mit Instandhaltung. So. Und du willst auch in die Psychiatrie. Jetzt ist sowieso alles verloren. Müssen wir mal gucken, von wo die kommen. Weil die müssen wir direkt vordrängeln lassen. Da unten kommen sie. 3, 4. Ich warte, bis sie drin sind und stoppe dann. Zack. So, du bist Nummer 1. 16 Leute. 1. 2. 3. Das sind ja Notfallpatienten, die muss man vorlassen. 4. So, jetzt können wir weiterlaufen lassen. Die drängen sich da jetzt richtig durch. 18 Leute in der Psychiatrie, das ist halt einfach zu viel. So, dementsprechend nehme ich schon mal die Psychiatrie. Ich kopiere das ganze Ding, baue es einfach schon mal hier hin. Jetzt brauchen wir nur noch einen richtigen Psychiater. Ich hoffe, dass da jetzt einer kommt. Ansonsten werde ich erstmal den einstellen und ihn gleich entlassen. Machen wir das so. Zack. Du bekommst nur noch die Psychiatrie. Sind halt 17 Leute, die müssen echt abgearbeitet werden jetzt. Okay, wir sollen zwei Mitarbeiter weiterbilden noch. Das machen wir, indem wir. Brauchen wir die Diagnostiker eigentlich? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Personal. Gucken wir mal. Haben wir denn? Ja, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Was haben wir denn Hausmeister, die noch was lernen können?
Wir hätten zwei, die Mechanik lernen können. Dann machen wir das. Ah ne, nur einer. Der andere hat keine Ausbildung. Der kann wenn du Geister lernen, das bringt mir auch nichts. Wir könnten den beiden machen. Geht auch nicht. Wenn wir den beiden die zweite Stufe von Feldbetten hier. Ja, machen wir. Wir werden das so lösen. Erstmal geht es jetzt gerade nur darum, dass wir die Mission abschließen. Dafür nehme ich jetzt einfach Stationsverwaltung rein. Nehme ich die beiden und lasse extern ankommen. Kurs wird gestartet. Dann haben wir nämlich diese Mission erstmal fertig. 200.000, das könnten wir eigentlich auch hinbekommen. Da müsste noch einer befördert werden. Das geht auch ganz gut. Cardio haben wir, Psychiatrie haben wir, Pause, Toilette, Entleuchtungsklinik haben wir nicht. Zack, jetzt haben wir sie. Die können wir auch aufwerten. Abwerten. Das wäre natürlich auch noch was. Was ich mir manchmal bei den Mitarbeitern wünsche, dass ich denen einfach sagen kann, ey hier, vergiss das. So, schauen wir mal, ob die alle richtig eingestellt sind. Ja, der hat schon zwei für die beiden Sachen. Jetzt ist das Problem, dass die Töpferei unglaublich weit weg ist. Da müsst ihr also immer von da nach da hin und her laufen. Da werden wir also gleich noch einen zweiten zu einstellen. So, wir stellen erstmal den hier ein und wir stellen auch noch den anderen, der nichts kann, ein. Der eine wird Psychiater und der andere wird mit Behandlungstechniken versorgt. Nicht jetzt. Was brauchen wir denn hier unten noch? Vielleicht ein Pausenzimmer. Das können wir mal kopieren. So, und wenn dann die Weiterbildung durch sein ist, nicht ganz. Ganz knapp hat es gefehlt. Was machen wir denn auf die Schnelle? Irgendein Zimmer, was wir einfach nur schnell mal kopieren. Machen wir doch einfach hier von mal eine Kopie und bauen die nach hier oben. So. Ich würde gerne die Türe einfach hier runterschieben und wir haben das nächste Level erreicht. Wir können jetzt das Zirkuszelt ausbauen und Herzraser erhöhen. Wundergut. Dann haben wir nämlich da auch nochmal ein bisschen mehr. Personalstimmung, da kümmern wir uns als letztes drum. Das Zirkuszelt ist jetzt erstmal im Begriff erweitert zu werden. Ebenso der Herzraser. Wir müssen wieder 10 Mitarbeiter ausbilden und 10 Mitarbeiter fortbilden. Gut, das bedeutet, wir fangen an mit Psychiatrie. Das ist ja das, was wir wollten. Das kann dieser junge Herr hier übernehmen. Und zwar nehmen wir uns den daraus, wo es wird gestartet. Ja, die Psychiatrie ist auch wieder ein bisschen besser dran. Wird befördert. Ja, wunderschön. Wenn denen das Krankenhaus hier alles gefällt, dann ist ja super. Jetzt mal hier die Erweiterung kaufen. Wir müssen ja auch bedenken, dass wir hier die Stufe 12 erreichen müssen. Aber das kriegen wir hin. So. Was haben wir hier? Oh, die 200.000 haben wir auch geschafft. Sehr schön. Noch eine Beförderung. Auch schön. Gut, das ist natürlich ein bisschen überrannt. Ne? Da sollten wir vielleicht überlegen, jetzt noch ein zweites zu bauen. Aber was wir jetzt erstmal bauen, ist eine neue Station. Das wird eine etwas kleinere. Eins, zwei, drei Umkleidekabinen. Eins, zwei, drei. So, und jetzt Bettenpolitik. Eins,
Muss halt gucken, dass die auch einigermaßen ordentlich hier stehen. Das sieht schön aus. So, hier kann man dann 3 Leute insgesamt einstellen. Psychiatrie-Notfall ist okay, bis dann sollte die durch sein. Und danach kümmern wir uns darum, dass wir die Station hier voll besetzt bekommen. Sind aber immer noch Stufe 12, was wir natürlich verbessern können, indem wir hier die ganzen Gebäude auch ausbauen. Der geht nicht mehr auszubauen. Es wird gerade gar nichts behandelt. Dementsprechend brauchen wir Stationsverwaltung. 3 könnten wir sogar schon machen. Aber wir brauchen erstmal ganz kurz einen kurzen Überblick. Ich habe das schon wieder ein bisschen verdrängt. Wir brauchen insgesamt 5 Leute, die sich nur auf von ein bisschen in der Cardio Aufgabenverteilung. Du hast in der Cardio nichts zu suchen. Du bist rein auf dem Zeug unterwegs. So, dann haben wir unten die Station auf jeden Fall auch besetzt. Dem können wir jetzt schon die Stufe 2 verpassen eigentlich. Einstellen. Krankenpfleger. Können wir gerade eh nichts machen. Das heißt, ich werde dem jetzt Ausbildungsstufe 2 schon mal übertragen. So. Was haben wir hier? Pausenraum, den können wir schon mal kopieren. Ich glaube, dass das hier hinpasst. Tut es nicht. Das heißt, wir nehmen die Zimmer weg. Und das Sofa ein bisschen darüber. Dann passt das auch schon wieder. Gut, so. Die Toiletten können wir auch mal eben hier schnell rüber kopieren. Was willst du? Befördere 3 Mitarbeiter. Ja, das nehmen wir mal an. Da wir die ja eh gerade als Ziel haben und dabei sind, die fleißig auch zu befördern. Sollte das so kein Problem darstellen. Weil die sind alle so ein bisschen müde. Na. Was haben wir denn hier? Noch ein mit. Sag mal, wie viele Reine haben wir eigentlich? 2. Das heißt, wir nehmen noch einen 3. auf, ne? Ja. Einstellen. Nehmen wir den hier. Einstellen. Ich habe den schon mal angeklickt, weil der gleich die Fortbildung bekommt zum Allgemeindiagnostiker. Ja, das verschwindet da unten noch nicht. Den Töpferer können wir gleich auf Stufe 2 erweitern. Werden wir auch machen, nachdem ich jetzt hier die Weiterbildung jetzt hier im Moment in Auftrag gegeben habe. Sieht ja schon mal ganz gut aus hier oben. Ja, komm. Und fertig. Jetzt können wir den weiterbilden. Und zwar Allgemeinmedizin. Da nehmen wir uns den einfach mal raus, den guten Herrn. Ne, den schlechteren raus. Und tu was für dein Geld. Sondermeldung. 3 von 4 Patientengehalt. Gehaltserhöhung wurde bestätigt. Ja, dauert halt ein bisschen jetzt, bis die Forschung soweit durch sind. Die anderen 2 Sachen sind danach in kürzester Zeit auch erledigt. Zeige ich euch dann Trick, wie man das mit der Personalstimmung relativ schnell erledigen kann. Was wollte er noch haben? Genau, dass wir den Töpferer hochbauen. Das können wir nicht hochbauen. Wir dürften aber das noch machen. Nee, auch nicht. Auch nicht. War echt alles fertig? Ja, super. Wir werden in die Psychiatrie geschickt. Ja, die Psychiatrien haben das wieder in den Griff bekommen. Hier kann ich jetzt wirklich mir Gedanken machen, ob ich da nochmal sage, ich kaufe nochmal ein weiteres. Ein Zeitschriftenstand, der läuft ja ganz gut. Und einstellen einen Assistenten. Nehmen wir den hier. Und du bekommst auch direkt. Was? Halt, halt, halt. Machen wir es andersrum. Personal, Assistenten, Zuordnung. Nicht Hausmeister, Assistenten. Wer war denn der letzte Neue jetzt? So, ne? Ja. Da wir das eh nicht haben, brauchen wir das auch nicht. So.
Langsam wird unsere Diagnostik ein bisschen überrannt, liegt aber wieder daran, dass wir zwei Diagnostiker gerade eh woanders eingesetzt haben. Ja, 10 von 12, aber wir sind kurz vor 11. Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht gleich auch durch sind. So, die Forschung ist auch jetzt wieder durch, also die Weiterbildung. Haben wieder 3 von 3. Gucken wir mal, was können wir als nächstes machen? Personal. Was haben, wir nehmen am besten das Personal, was wir eh schon besitzen. So, wir könnten jetzt. Können wir sonst was lernen? Ausdauertraining. Nehmen wir ein bisschen den raus. Können wir noch einen Hausmeister dazu nehmen und wir nehmen noch diesen Menschen dazu. Damit haben wir dann drei Leute gleichzeitig weitergebildet und sind bei 6. Zumal das Ausdauertraining an für sich eh relativ zügig geht in der Weiterbildung. Wir mit der Maus zum Beispiel jetzt hier drüber gehen, auf den Tisch. 21 bis 25 Tage liegt daran, dass sie unterschiedlich schnell lernen können, die Jungs. Aber bei einer hohen Geschwindigkeit seht ihr ja selber. Ich glaube, ein Tag sind 2 Sekunden. 1, 2, 3. Ja, sagen wir mal, vielleicht 3 Sekunden. Geht auf jeden Fall schon mal wieder aufs Ende zu. Das mit der Beförderung, das zieht sich dann doch ein bisschen. Vor allem, dass man Ausdauertraining lernt, indem man sitzt. Ich glaube, die müssen so lange immer da sitzen, bis sie sich dran gewöhnt haben. Erst das durch, da ist einer ein bisschen auf mich pissig, weil er kein, zu wenig Geld kriegt. Der will eine Ausbildung, der soll die Klappe halten. Die kriegt doch gar nichts. Okay, die kriegt mehr Geld. Personal. Okay, tschüss. So. Jetzt haben wir 6 Mitarbeiter ein bisschen glücklicher gemacht. Heile 40 Patienten werden wir eh nicht schaffen. Und der Hausmeister ist auch noch am Knüppeln. Das mit den Beförderungen, das wundert mich gerade ein bisschen, dass die irgendwie keine Lust haben auf eine Gehaltserhöhung. Was sagen unsere Psychiater? Wir haben einen Psychiaterplatz. Der muss noch auf 2. Das werden wir jetzt als nächstes angehen, dass der hier Psychiater Nummer Stufe 2 erreicht. Psychiatrie 2, das machen wir extern. Wir haben genug Geld. Damit ich mir nicht meine eigenen Psychiater die ganze Zeit ins Aus setze. Da kommen neue Patienten rein. Notfallstation geht klar. Dafür haben wir sie doch. Wo bleiben meine Gehalten? Ich will euch befördern. Was ist los? Da ist eine Beförderung. Werden wir echt scheitern. Irgendwie schon lächerlich und traurig. Ja, da kommt sie. Zu spät. Ist die Frage, ob die Diagnostiker noch hinterherkommen. Also es kann gut sein, dass wir jetzt gleich ein weiteres Zimmer brauchen werden. Dann ist das aber so. Okay, bis jetzt passt noch alles. Die Entwicklung geht halt recht gut weiter. Mit der Beförderung, ja, mein Gott, da müssen wir halt echt ein bisschen warten. Mache ich mir eigentlich keine Gedanken drum. Ich mache mir nur Überlegungen gerade, wie wir hier die Krankenhausstufe hochbekommen. Ansonsten müssen wir hier vorne einfach nochmal ein großes Zimmer bauen. Ah, das wird schon. So, dieses grüne Symbol, die wissen nicht, wo Mülleimer stehen. Warum nicht? Da sind noch genug. Ansonsten steckt es in die Hosentasche. Ja, es rechnet sich halt auch immer. Es sind immer so Kleckerbeträge, aber im Endeffekt, wenn man überlegt, dass wir jetzt hier in diesem einen der ersten Krankenhäuser schon über 1/2 Million auf dem Konto haben
und nicht wirklich wissen, wohin mit dem ganzen Geld. Was ich aber weiß, ist, dass ich neue Krankenpfleger brauche. Weg damit, weg, weg, weg. Die will ich alle nicht haben. Euch will ich auch alle nicht haben. Das ist mir eigentlich egal. Warum gehen die eigentlich nicht darüber? Habe ich so wenig? Ich habe doch drei Stück und da oben dürfen nur zwei Stück rein. Das heißt, einer von denen ist eh frei. Was hätten wir? So, dann können wir direkt mal die nächste Weiterbildung anstreben. Psychiatrie 3. Mechanik können wir zwei Stück weiterbilden. Achso, ja, hat er schon angenommen. Nehmen wir den da. Kurs wird gestartet. Und was möchtest du? Haben wir nicht geschafft, ne? Habe ich auch nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich, dass ich das schaffe. Stationspatienten sollten wir auch schaffen. Nicht jetzt, nicht jetzt. So, das. Na, wir bräuchten eigentlich wirklich noch eine weitere Arztpraxis jetzt. Jetzt können wir vielleicht, wenn wir den einstellen und direkt da reinschmeißen, dass der noch mit. Ja, er lernt mit. So, dann haben wir nämlich genug Mitarbeiter befördert. Nee, ausgebildet. Die Mission haben wir geschafft. 5 von 8, ich bin zufrieden. Dann müssen wir nur noch die Beförderungen durchkriegen und dann werden wir das ganze Spiel auch beenden. Dann stellen wir einfach mal ein. Irgendwas findet er schon zu tun. Ist sehr hungrig, muss aufs Klo. Was? Ach, der beruhigt sich schon wieder. Das können wir annehmen. Das werden wir nämlich jetzt eh gleich erledigt haben. Erster ist weitergebildet. Diesmal hat man Glück, was die Aufgabe anging. Sobald er seine Toilette gefunden hat. Was mich wundert, wir haben doch überall Toiletten, oder? Na, irgendwie findet er keine. Es ist ein Nasenbär. Ja. Noch drei Beförderungen. Letzte Weiterbildung läuft. Ich würde die gerne einfach weiter hier befördern, sagen, hey, komm hier, scheiß drauf, kriegst deine Beförderung. Ah, ich glaube, er hat die Toilette gefunden. Geht mich nach oben. Drei Mitarbeiter ist erledigt. Bin so ein bisschen glücklicher. Gut, dann weiter geht's. Personal. Wir könnten jetzt die Weiterbildung für die Station vornehmen. Ich brauche bessere Mitarbeiter. Entweder gar nichts, dass ich es grundsätzlich selber ausbilde, oder aber was Besseres. Ja, ist halt, mein Gott. Du hast halt ein bisschen mehr Geld. Was soll denn das? Ja, hast du. Werd glücklich. Vor allem müssen wir die Stimmung immer noch hochkriegen, aber ganz ruhig. Das wird. Ach, er hat die Toilette gefunden und schon will er nicht mehr kündigen. Tja, hat wohl gemerkt, es sind doch genug Toiletten hier. Okay, die Aufnahme brauchen wir nicht. Brauchen wir sonst noch ein Zimmer dringend? Ja, wir könnten auf jeden Fall gebrauchen nochmal das hier. Kopieren. Ist jetzt auch ein bisschen ohne System gebaut. In den größeren werden wir dann auch ein bisschen mehr mit System bauen, aber jetzt geht es halt echt nur noch darum, das zu beenden, weil es ist keine Herausforderung in dem Sinne. Oh, da wollte noch einer kündigen. Hat sich anders überlegt. Einstellen. Einmal hier rein.
wie viele Leute eigentlich in der Diagnostik arbeiten können. Habe ich die so schlecht eingestellt oder habe ich so viele Mitarbeiter? Schauen wir mal. Okay. Du darfst das ja schon mal nicht. So, dich werde ich schon mal entlassen. So, ihr zwei dürft in der Diagnostik arbeiten, weil ihr bekommt jetzt die Ausbildung dafür. Ausbilden, Allgemeinmedizin, du noch Allgemeinmedizin und dafür nehmen wir dich. Kurs starten. Er ist glücklich, weil ich ihn befördert habe. So nett bin ich. Notfallpsychiatrie. Ausgerechnet jetzt, wo ich den Psychiater entlassen habe. Okay. Wir könnten das Pausenzimmer einen kleinen Tacken kleiner machen. Fördern. So, das können wir mal eben auf Bearbeiten gehen. Dann setzen wir das Sofa runter und machen das ein bisschen kleiner. Das bestätigen wir. Das können wir. Ja, ich will das eigentlich darüber schieben. Erledigt. Ich mache es mal andersrum. Wenn ich das einfach hier reinkopiere. Dafür brauchen wir wieder einen Arzthelfer mit Diagnose, war das, ne? Ja. Einstellen. Krankenpfleger. Da ist ja mal was Gutes drin. Und da rein. So. Schnell das Personal überarbeiten. Und zwar bei denen. Da rein, da rein, da rein, das weg. Das weg, das weg, das weg. Gut, sieht doch schon mal besser aus. So, befördern. Okay. Und nix da. Kriegen wir die 12 so fertig? Befördern. Gibt es noch ein Zimmer, was da unbedingt fehlt? Wir haben dort kein. Doch, wir haben dort alles. Wir könnten also die Apotheke nochmal kopieren. Einfügen. Aufwerten. Und wir werden dann dieses Zimmer ebenfalls einfach nochmal hier rüber setzen. Jetzt trollt er mich aber ein bisschen, oder? Ich verrate dir was. Ich kriege dann nämlich noch ein Zwischen. So. Habt ihr jetzt davon? So, und jetzt geht's. Was? Es werden Krankenhaus genauso in gewisser Weise anpassen, die du im Krankenhaus erhebst und bei der Bedarf Kredit aufnehmen. Was? Personal. Was macht alle Menschen glücklich? Genau, Geld. Einmal hochsetzen, du kriegst mehr Geld, du bekommst mehr Geld. Du bekommst mehr Geld. Passt mal auf, was jetzt passiert. Wir müssen ja noch die Zufriedenheit erhöhen. Und wie im echten Leben. Gib den Leuten Geld und alles andere ist egal. So. So. Die sind glücklich. Hier, Hausmeister verdienen am wenigsten. Geben wir denen das meiste. Da noch mehr und da noch mehr. So, dass sie da ein schönes grünes Lächeln im Gesicht haben. Na komm. Laufburschen. Ihr werdet auch was mehr kriegen. Gibt die mal aus Versehen an. Oh, wir sind schon bei 51%. So. Und jetzt fehlen nur noch die Top-Verdiener. Die wollen natürlich auch, dass die meiste Gehaltserhöhung haben. 30% direkt. Zack.
Soll mir egal sein, wir machen ja Stufe 3 das Krankenhaus fertig. So, dann sollte es das jetzt gewesen sein. Die Balken wachsen langsam aber sicher alle vor sich hin. 64 noch 11%, 10. Acht Prozent noch. Da sind wir bei 7. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dem Ganzen zuzugucken. Wie gesagt, ich versuche immer noch den kürzesten Weg zu finden. Die letzten 4% laufen gerade, aber die sind jeden Moment erledigt. 3% noch. Kommt zeitnah natürlich die nächste Folge raus, wo wir auch im nächsten Krankenhaus alle 3 Sterne direkt hintereinander holen werden. Ne? Und komm, die 2% noch. Und komm. Ist das jetzt gerade der Träummodus? Ich dachte schon. Okay, damit haben wir es geschafft. Wir haben die Stufe 3 vom Deprimator und Herzraser freigeschaltet. Die werden wir dann im nächsten Krankenhaus uns auch ansehen. Ich danke natürlich, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch noch einen recht schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.